In fast genau einem Monat werden auch die routiniertesten Routiniers des öffentlichen Verkehrs nochmals einen Kontrollblick auf die Abfahrtszeiten werfen müssen. Am 13. Dezember wechselt nämlich der SBB-Fahrplan. Und diesmal sind es viele Verbindungen, die schneller, in höherem Takt oder auch ganz neu gefahren werden. Zu großen Veränderungen im Fahrplan kommt es besonders auf der West-Ost-Achse und im Großraum Zürich. Viele Reisende werden ihre Gewohnheiten ändern müssen. Ab heute sind die neuen Verbindungen abrufbar im Internet und auf der SBB-App. Vieles wird anders, vor allem für die Fahrgäste, die täglich auf der sogenannten Hauptschlagader zwischen Genfersee und Bodensee unterwegs sind. Ein Grund dafür ist der 3 Milliarden Franken teure Ausbau zwischen Lausanne und Genf und die Inbetriebnahme der Zürcher Durchmesserlinie für den Fernverkehr. Der größte Fahrplanwechsel seit 11 Jahren, doch der Bahnexperte relativiert. Es gibt jede Menge Änderungen, kleine Änderungen im Minutenbereich an den Fahrzeiten. Das ist für das Angebot als Ganzes nicht sehr wichtig. Es gibt Verbesserungen, zum Beispiel von Zürich nach St. Gallen, einmal pro Stunde einen schnelleren Zug. Es gibt aber auch massive Verschlechterungen. Basel verliert die direkten Züge nach Genf und Lausanne. Viele Pendler im Großraum Zürich werden sich daran gewöhnen müssen, dass ihre Züge an neuen Perrons ankommen und abfahren. Wenn man jahrelang seinen Zug nach Bern in der Halle oben genommen hat und der jetzt plötzlich in der Durchmesserlinie gefahren kommt, ist das schon eine Umgewöhnung. Und da wird der eine oder andere, auch wenn er es weiß, vielleicht zuerst einmal zum falschen Ort laufen. Eine große Entlastung erhofft man sich für die chronisch überfüllten Züge der Zürcher S-Bahn, dank des größten Fahrplanwechsels in der Geschichte des Zürcher Verkehrsverbunds. Das ist der Grund für diesen Fahrplanwechsel, nämlich dass wir die Kapazitäten im S-Bahn-System sehr spürbar erhöhen werden mit neuen Linien, mit Taktverdichtungen, mit längeren Zügen. Also da gibt es wieder ein bisschen Luft im Pendlerverkehr. 2200 Züge fahren künftig durch Zürich, so viele wie noch nie. Ab dem 13. Dezember gilt es ernst.